Also zuerst wollten wir uns ein Aquarium anschaffen, aber das ging nicht, weil hier keiner ist und weil man die ja nicht jeden Tag füttern kann. Besonders in den Ferien ist es dann immer schwer. Eigentlich machen wir einen Flaschengarten, weil es hat ja mit dem Aquarium, geht das ja jetzt nicht. Ja, das ist halt immer besser so, weil Flaschengarten muss man sich nicht drum kümmern. Also zuerst sind wir zum Baumarkt gegangen. Da haben wir die ganzen Sachen eingekauft, die man für so einen Flaschengarten braucht. Na gut. Also Flaschen, Erde und Blumen. Mini Habontia. Was braucht ihr? Das steht nicht drauf. Und dann haben wir die Sachen eigentlich zusammengebaut. Das Wasser, was man da reingekippt hat, das verdunstet durch die Sonne und das geht dann natürlich hoch und das ist dann am Flaschendeckel, das klebt da so dran und irgendwann wird das ganz schwer und dann fällt das wieder runter. Und so wiederholt sich das ganz oft und dann braucht man also kein neues Wasser drauf machen, das dann in der Erde versickert oder dass die Pflanze dann immer wieder neues Wasser braucht. Also dadurch, dass das Wasser aus der Flasche nicht raus kann, ist das wie beim Wasserkreislauf auf der Erde. So ist das halt mit dem Flaschengarten.